Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Rome Total War. Wir haben das letzte Mal unsere Feinde vertrieben und heute wollen wir sie vernichten. Nein, wir spielen mit ihnen. Wir spielen ja dieses Game auch lustig. Wir spielen es. Ja, wir sind ein super Kaiser von Griechenland und müssen natürlich die anderen Völker ein bisschen trollen. Hä? Okay. Zuerst müssen wir noch in dieser Runde ein bisschen die Spione weitertreiben. So. Einnahmen minus 446. Genau, ich mache mit den Spielern mache ich das Finanzamt. Gehe ich zu Stadt zu Stadt und schaue, wie viel sie verschwenden. Aber seht ihr, die tun immer cheaten. Also die bekommen immer Geld, obwohl sie so viel Geld ausgeben dürfen oder können. Die holen mega viel Geld. Wem gehört das jetzt? Ah, noch niemand, ja. Oh, hier ist gerade ein. Das ist nicht so gut, weil ich will nicht, dass der Feind mich sieht. So sieht er mich natürlich. So, und hier haben wir Schiffe von den... Lol? Was macht der da? Admiral Aius. Aius. Ich bin der Eier, Mann. Ich bin Aius, der Kaiserliche. So. Also, Pergamon geht es wieder besser, hat im Minus ein bisschen. Ja, ist klar, dass wir... Wieso bauen... Ah, nur reparieren, stimmt. Jetzt dachte ich schon, wieso bauen wir zuerst die große Mauer und dann die kleine Mauer. Ja, ja. Ich habe irgendwo noch einen, gell? Irgendwo habe ich noch einen Spion. Da ist der Spion. Der ist sicher im Minus. Der ist hoch im Minus. Schade, ich muss reingehen. Das schaffe ich doch nie. Das ist 75%. Ich werde einfach wieder Safe State und fertig. Es ist Wahnsinn, wie das Spiel halt einfach die Spione und so tötet. Bei 75%, nicht 75% sind im Spiel. Sind nur so angezeigt. Seht! Verdammt nochmal, genau deswegen habe ich das gemacht. Ich weiß es, ich kenne das Spiel. Ich habe das gesuchtet früher. Ich kenne es. Du Scheißlimm, jetzt wirst du. Das ist 100%, nicht 75%! Also, wenn ich jetzt dann wieder sterbe, dann ist es fast 1%, dass ich. Verliere, also dass ich nicht reinkomme. Suche nach Hinweisen. Das ist niemals 75%. Das Spiel verarscht mich. Extremst. Sie tun mir Spiel eigentlich verarschen. Sie verarschen mich. Okay. Das ist unmöglich. Gut, machen wir das nicht. Wie dumm ist das Spiel eigentlich gemacht? Also ich mag schon immer Creative Assembly nicht, aber das tut mir jetzt also wirklich den Zug zum Überfahren bringen. Das ist ja Wahnsinn. Weiter geht es nicht, Herr. Also ihr habt Sicherung für minus 3000 Einnahmen. Die cheat extremst. Und die haben Angst von mir. 100%ig haben, die scheißen sich in die Hose durch mich. Wegen mir. Das ist ganz klar. Boah, ich nerv mich so. Genau der war es, den ich gesucht habe. Also, schon gesehen, eingesetzt habe. Ich gehe jetzt hier nach oben natürlich. Ich gehe nur hier rüber schauen, ob das schon eingenommen wird. Und ich schaue nochmal alle Städte nach, ob sie gebaut das bauen oder ob ein Agent drin ist, aber nein. Na gut, dann reichen wir. Ja. So. Prima. Ah.
Armenien macht wahrscheinlich etwas Gutes für. Sind die nicht im Krieg? Die sind doch im Krieg bei Partien oder wie die heißen. Pontus, genau, Pontus. Feinde, seht ihr? Die wollen wahrscheinlich Waffenstillstand. Aber schaut euch mal diese Feinde an! Gallien, wie betreibt es? Boah. Aber die können nicht mal etwas dafür. Jetzt haben wir natürlich Minus gemacht, ist ja klar. Kleopis! Manes! Kleon von Sparta, Nike Priester. Die bekommen das über, weil wir einen Nike Tempel haben. Genau. In Rhodos machen wir jetzt die Stelle, das ist klar. Und machen hier mal. Ah, das ist schon niedrig. Ja, die müssen. Die haben erst. Also bis 6000. Ja. Bei 6000. Pergamum ist repariert. Jetzt müssen wir eigentlich hier noch mehr Truppen machen, aber. Ja, ihr seht's hier. So, unbedingt. Eine Wehrkaserne hier machen. Sparta wurde der repariert. Also die haben jetzt sich wirklich in die Eier, in die Hose gemacht. Das ist ja Wahnsinn. Die haben sich zurückgezogen. Sie fühlen sich einsam. Wow, Bündnis zwischen Thrakien und Germanien. Und Daken Mazedonien. Und jetzt, die greifen die an. 100%, die greifen die an. Was ist das hier? Ja, Meister. Begebe mich in Position. Wir können nicht weiter. Die greifen an, wenn man sieht, sie sind noch nicht, aber. Die greifen an. Bereit! Ich glaube, ich tue mal die Schiffe ein bisschen hochleveln. Hä? Ja, Kapitän. Wir können jetzt. Nein, die greifen noch nicht an, aber. Die sind sowieso im Krieg. Die sind hundertprozentig im Krieg. Nicht? Dann greift doch endlich an. Was macht ihr vor der Stadt? Ja, die sind irgendwo in einem Feldlager oder so. Und die anderen stürmen die Stadt und besiegen natürlich, also nehmen die Stadt ein. So war's. In Bewegung. Wir sind die Dakien nehmen es ein und uns nehmen es den Skipionen weg. Wie genial das ist. Wie genial das ist, ey. Lol, ich wollte doch nicht dort rein. Die haben ein Feldlager gemacht und haben es unbesetzt gelassen. Die KI. Ich könnte auch mal ein Feldlager machen, aber dann werde ich angegriffen. Das Feldlager kann man nicht gut verteidigen. Sind bereit. Setzt die Segel. So, meine Damen. Jetzt kommt ihr hier rein, gell? Sind bereit. Jetzt schauen wir mal, wem das Dorf gehört hier. Das kleine Dörfchen Konstantinopel. Byzantium. Die Stadt heißt Byzantium. Okay, ja, Byzanz, natürlich. Bereit! Ja, Kapitän. Aber, die damals schon so hieß. Sofort. Konstantinopel war dann der zweite Name und Istanbul dann der dritte. Und später haben sie noch einen Namen für alles andere. Großzügig und gerecht. Ja, toll! Niemand will Bündnis mit mir machen. Dann Dakien. Germanen, komm, wir machen ein gutes. Wir tun die Germanen unterstützen. Weil die ja die. Ja, die Deutschen sind. So. Wo ist Schottland hin? Wer hat Schottland geklaut? Ich will Schottland und Skandinavien haben. Diese Schotten. Mach den Schotten die Schotten dicht. Beim Fußball manchmal schon. Ägyptischer Diplomat. Ja, Meister. Ja, Meister. Ich habe Bauchweh. Gebe mich in Position. Wir sitzen fest, Herr. Ja, Meister. Ein Herzchensee. Oh. Jetzt habe ich in Minecraft ein Herzchensee gefunden und hier auch.
Nicht so süß. Ich glaube, ich tue wirklich Ägypten angreifen. Ich werde alle Weltwunder. Alle Weltwunder gehören mir. Da ist doch irgendwo noch ein Weltwunder. Ah nein, das ist einfach der Erden. Aber irgendwo. Warte kurz. Zwei sind hier. Ist das zweite Weltwunder hier? Mann, ich brauche den. Wir warten, bis sie das eingenommen haben und greifen dann die an, okay? Wahrscheinlich zuerst Athen. Aber hier sind doch zwei? Ich sehe hier gar keinen. Das Labyrinth ist auch nicht hier, das ist aber kein Weltwunder. Also Rhodos ist ein Weltwunder. Zeusstadt ist ein Weltwunder. Mausoleum ist ein Weltwunder. Artemis ist ein Weltwunder. Dann der Alexandria-Turm und die Pyramide von Gizeh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wo ist das siebte Weltwunder? Gibt es nur 6 in diesem Spiel? Welches fehlt denn? Es fehlt doch der Palast, oder? Das ist der Tempel. Das ist das Mausoleum. Der Palast fehlt. Der griechische... Ist es nicht... Ah nein, der Palast ist die Zeus-Statue. Ist doch der Palast. Ist die Zeus-Statue nicht in Athen bei dem Akropolis? Wo ist das genau? Wo ist das siebte Weltwunder? Wo ist das siebte Weltwunder? Die haben wirklich nur 6 Weltwunder, glaube ich. Oder? Ich weiß jetzt gar nicht. Aber ja, wir müssen mal die Leute anschauen. Machen wir mal den Stammbaum auf. Ja, der eine ist gestorben. Die Frau lebt noch. Wie alt ist die? 63. Friedlich eingeschlafen. Das ist der Erbe? Mit 17 schon Erbe? Boah, nicht schlecht. 44, also lassen wir den noch, hä? Die Trades sind Erfinder. Schon cool. Er ist alleine hier. Dann nehmen wir einfach den einen, der nicht Krieger ist. Ja, der ist nicht Krieger. Der andere. Kriegsheld und so. Da runter. Und dann nimmst du einfach mal den Erfinder rüber. Hä? Oder der Erfinder wäre gut, dass wir den... Nein. Doch, der ist gut. Minenerträge und so. Auf Abbau. Einfluss ist natürlich auch gut. Tapferkeit. Nike, Priester. Ausbilder. Dann werden wir Ausbilder. Also wir lassen es noch. Ja? Schön, dass die zusammen sind endlich. Können sie heiraten. So, jetzt müssen wir Euer Ehren. Machen wir mal Frieden. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Haha, die sind so dumm. Oh mein Gott, die werden überrannt von uns und merken es nicht. Ich wollte einfach mal denen, ja, ich wollte einfach mal den Diplomaten ein bisschen unterstützen, oder? Haben wir jetzt immer noch nicht die Attentäter? Wir müssen unbedingt das machen. So. Weiter geht's. So. Ja. Nichts vergessen. Ist jetzt sonst was passiert? Nein. Hat nur einen komischen Ton gemacht. Euer Ehren. Ja. Also der normale Ton, der eigentlich kommt. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Handelsrechte. Bestechung. Dann bekommen wir nur den Diplomaten über. Region angreifen und das ist zwar. Absolut.
Ja, die haben nichts anzubieten. Wie geht denn das? Ich will ihnen etwas anbieten. Aha. Das heißt also... Ja, dann muss ich nur akzeptieren. Was ist denn das? Verarscht mich nicht. Ski-T-Shirt, Diplomat ist die. Größte Seite ist jetzt gemacht. Was haben die jetzt eingenommen? Was haben die eingenommen? Die haben ja. Machen wir mal eigene Seite. Alle Seiten. Ah, hier muss ich das wechseln. Gebiete. Ja, wirklich, die haben noch eins genommen. Die haben wahrscheinlich rechts expandiert, oder? Oder haben die den... Großbritannien? Die haben auch eins eingenommen, also sind die nach rechts oder nach unten expandiert. Ja, die sind nach rechts... Die können nur nach rechts expandieren. Ey, ich möchte gerne am besten ein Sheet mal kurz benutzen und schauen. Es gibt den Toggle World Map. So ein Befehl. Aber nein, ich mach's natürlich nicht. Sparta muss die Mauer haben. Sparta muss wirklich noch die Mauer haben. Noch ein. Pergamon muss auch eine Mauer haben. Alles klar. Aber wie geht's dem? Ja, langsam kommt die Seuche, hä? Langsam kommt die Seuche. Die haben Bäder. Nein, die Bäder sind ein extra Gebäude. Von den Römern auch, oder? Aber haben die Griechen keinen Viadukt? Ich glaube schon. Also, ich glaube eher nicht, aber. Wie soll ich sagen? Oh, die haben noch größere Mauern jetzt. Zusätzliche Mauer verteidigen. Die Marinewerft machen wir jetzt. Nein, jetzt müssen wir kurz schauen. Ja, die Seuche. Die Seuche reduzieren mit dem öffentlichen Bädern. Ich muss mal die Gebäudekarte. Also Kasernen haben sie auch nicht? Voll? Also sie sind schon ein bisschen unterlegen. Also die Barbaren sind am unterlegensten natürlich. Aber da sind die... Ah. Also die Bäder werden zum Aquädukt. Aber das zweite Aquädukt haben die nicht. Wie böse ist denn das? Wir müssen wirklich die Römer vielleicht mal spielen, aber nur im Barbaren-Invasion. Tue ich die Oströmer spielen, die Weströmer mag ich nicht. Die haben auch zu viele Probleme. Also Syrakus, öffentliche Bäder, genau. Dann Kydonia hat den Hafen jetzt endlich. Jetzt macht ihr einen Markt, bitte. Schauen wir auch kurz. Nichts Schlimmes. Also Kydonia haben wir gemacht. Messana bekommt auch die Kanalisation. Nein, nein. Machen wir den Schmied. Ja. Farmgemeinschaft ist das Wichtige. So, dann haben wir das auch geschafft. Wie alt bist du eigentlich? Du bist sicher schon alt. 60 Jahre alt. Diodoros von Gela. Nicht schlecht. Unhöflichkeit. Minus 2 Einfluss. Unser scheiß Diplomaten. Oh Gottchen. Wir gehen jetzt hoch, spionieren wir die Germanen aus. Aber nur für unsere guten Zwecke. Unser gutes Bündnis. Wir gehen mal da zu diesem Dorf. Dieses ganze kleine Dorfchen. Wenn wir nochmal mit denen reden und machen wir Karteninformationen. Nur bestimmte Objekte. Der mag uns nicht mehr. Er mag uns gar nicht. Also mit denen mache ich gerne Krieg. Weil ich will endlich mal auch die Kämpfer sehen, weil ich habe Dark hier noch nie genommen natürlich. Und ich will sie einfach mal in Action sehen. Die. Was haben die Dark hier? Die haben, glaube ich, so Lanzen.
Nein, nicht Lanzen. Sicheln. Genau, sicheln. Das ist das Wort, das ich gesucht habe. Kurz was trinken. Schlechte Farmer. Trunkenbold. Boah, bist du ein Fetter. Aber wenigstens hast du die Hand. Ist kein Ding. Ich finde cool, dass wir Kriegshelden und so bekommen, wenn man so gut ist. Spartanisch. Er ist ein Spartaner. Er ist spartanisch. Er hat ein einfaches Leben gewählt. Der einzige Luxus, den er sich gönnt, ist Selbstbeherrschung. Boah. Wahnsinn. 21 Uhr. 21 Minuten. gut. Ah, hier ist das. Nein, die hängenden Gärten ist doch kein Weltwunder, aber hier ist wirklich noch ein. Stimmt ja. Die hängenden Gärten. Ist aber kein Weltwunder. Ist keines von den sieben Weltwundern. Also doch. Eigentlich schon, oder? Also würdig sind sie ja. Aber sind sie ein Weltwunder? Ich glaube schon. Ein paar Tische. Ist das Partien hier? Jetzt verstehe ich gerade nichts mehr. Wir müssen wirklich noch nach Partien. Wo ist Partien? Ah, da! Die kenne ich gar nicht mehr. Die habe ich wirklich vergessen. Ich dachte, die wären... Nein, das sind die Solo-Kitten in Baba Animation. Doch, das musste hier sein. Ich dachte, die wären von einem Mod, glaube ich, oder so. Das ist ja Wahnsinn, die gibt es hier auch noch. Die machen, glaube ich, gar nichts, oder? Was machen die groß? Was macht Parzen? Die haben immer noch drei Gebiete, die sind in der Steinzeit. Schaut euch das mal an. Wir haben noch. Wir haben noch 10 Millionen Jahre Zeit. Also, ich glaube kaum, dass wir so weit kommen. Sonst würden wir ja ein unendliches Let's Play machen müssen und kämen nie weiter. Das ist so genial. Ah ja. Wir hätten ungefähr 100 Jahre, 150 Jahre Zeit. Aber ich hab's natürlich auf 10 Millionen gemacht, wieso nicht? Ja, nach Ding, Spanien müssen wir auch noch gehen. Und hier ist ja auch noch ein Reich. Numidier. Also der Wahnsinn, wie wir einfach mal nichts machen. Jetzt geht's los. Wir plündern ihre Häfen. Ha! Ich werde es genießen. Das ist jetzt 100%. Wenn das nicht 100% wird, dann haben wir ein Problem. So. Suche nach Hinweisen. Er hat es mal wieder geschafft. Unterwegs. Aha, hier habt ihr ja alle abgezogen, ne? Ich glaube, die nehmen das den weg und machen Krieg. Das ist sehr gut, wenn die Krieg machen, aber nicht so gut für Darkin natürlich. Aber ich finde es cool, dass alle miteinander Krieg machen irgendwann. Ja, die KI ist wirklich ein bisschen blöd. Also im Kampf ist gut, dass wir jetzt diesen Part keinen Kampf machen, weil... Ist ja Wahnsinn, wie schlecht die KI ist. Das Schiff ist bereit. Ja. Das gehört wirklich noch niemand? Ich glaube, ich mache das wirklich mal. Zwei Schiffe. Das Schiff ist ein bereit. Schiff. Ich verstecke mich. Ja, Kapitän. So. Weiter geht es erstmal. Immer nicht. Da nach oben sind dann. Bereit. Setzt die Segel. Dann haben wir nichts mehr, hä? Also tut mir leid, dass ich die Parts, die Runde, ja, aufrechterhalte und alles anschaue. Aber es ist wirklich cool, das Spiel.
Es ist einfach genial. Also ich bedanke mich fürs Schauen und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Hä? Ich mache heute dann kürzer, weil ich nicht so viel Zeit habe wegen den Livestreams, aber nächster Part wird wieder länger. Hä? Tschüss.